Hallo Leute, willkommen zurück hier im brasilianischen Urwald zu einer weiteren Folge von A New Beginning und zum Verhindern einer Prädestinationsparadoxon-Todesschleife. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir jetzt hier in Brasilien sind. Wir müssen die Alge retten, aber wir müssen auch verhindern, dass wir diejenigen sind, die das Indes-Kraftwerk zur Explosion bringen. Das hatte nämlich Faye befürchtet, beziehungsweise ich hatte es ja auch schon befürchtet und Faye hat das dann bestätigt, dass diese Sorge durchaus real ist. Nun gut, wir haben erfahren, dass Oggi und Duwe irgendwo unterwegs sind, das weiß ich leider nicht mehr genau wo. Dieser Kerl heißt hier Simon, das ist der Barkeeper und wir müssen uns jetzt mal umschauen und gucken, was wir hier alles so anrichten können, damit wir sicher zum Kraftwerk kommen, um die Alge zu retten. Gut, Jeep. Hallo, Jeep. Zum Glück verkaufte der Betreiber vom Heliport auch Autos. Den Hubschrauber hätte uns Indes sofort abgeschossen. Ja, wahrscheinlich. Werkzeugkoffer. Der kam zusammen mit dem Jeep. Oh, das ist aber ein super Luxus. Ein tolles Equipment. Endlich ordentliches Werkzeug. Ist viel leichter als gedacht. Dann ist das Werkzeug vielleicht doch nicht so ordentlich. Ah, eine Antenne. Vielleicht, mit der hat gleich die ganzen riesen Werkzeugkoffer eingepackt. Kein Empfang. Das Ding ist Schrott. Sie sitzt etwas locker. Wenn ich jetzt hier drücke und da ganz leicht biege, dann bricht sie ab und landet in meiner Tasche. Das sollte wohl so sein. Gut, dann, was haben wir denn hier? Tracker. Schauen wir uns doch mal den Tracker an. Hey, der ist ja süß. Ein Handtacker zum Verschließen der Kisten. Sportlich, sportlich. Ein Tacker und ich habe Tracker gelesen. Nun, dann nehmen wir mal den Handtacker mit. Der ist echt süß, so ein kleines Äffchen hier. Wie nett. So, hier haben wir ein Boot. Das können wir uns auch noch anschauen. Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Es ist so hinüber. Gut, dann habe ich hier Simon, das Telefon. Na, da haben wir ein Telefon. Reden wir erstmal mit Simon. Oh, da geht's weiter. Ach so. Na, reden wir erstmal mit Simon. Er scheint sich wohl zu fühlen. Gut. Morgen. Morgen. Sie gehören zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Technikerteam fürs Kraftwerk. So eine schmale Frau mit Dutten, hysterischer Riese und ein Kerl, der aussieht wie Sie, nur mit Körperhaltung. Ach so. Ja, die gehören zu mir. Dachte ich's mir doch. Wie kann ich helfen? Bringen Sie mir einen Kaffee. Bringen Sie mir einen Kaffee. Sorry, ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Kein Kaffee in Südamerika? Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen, nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps und der Kaffee ist auch aus. 24/7. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen. Die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie Ihren Kaffee. Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Nur zweimal den Fluss runter. Wenn ich Miss Buendia am Kraftwerk Bescheid gebe, dann schickt sie sofort ein Boot. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie Sie heißen und ich melde Sie an. Danke, sehr nett, aber wir kommen schon allein zurecht. Sie wissen schon, dass der Fluss der einzige Zugang ist. Der Landweg ist elektrisch verzäunt und die Sicherheitsleute schießen auf alles, was sich bewegt. Indes wird Ihnen gerne ein Boot herschicken, wenn er erfährt, dass Sie da sind. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal, nein, danke. Der wird ein Kampfboot herschicken, wenn er erfährt, dass wir da sind. Gibt es kein Boot, das es bereits angelegt hat? Nur das Patrouillenboot von Jorge und Benicio. Die beiden warten schon den ganzen Tag auf einen Mechaniker, der den Kutter repariert. Miss Buendia weiß Bescheid, aber keiner kommt. Was ihnen aber egal sein kann. Das Boot dürfen sowieso nur Sicherheitskräfte benutzen. Sehr interessant. Was macht eine Bar mitten im Dschungel? Die Bar ist Teil des Flusshafens. Abends kommen die Arbeiter vom Kraftwerk herüber und feiern hier. Das Kraftwerk hebt die Lebensqualität des Landes und ich die des Kraftwerks. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher sagen, das Kraftwerk verpestet den Planeten und Sie die Lebern der Arbeiter. Es ist genug Gift für alle da.
Ist die Bar auch Eigentum von Indus Industries? Ist die Bar auch Eigentum von Indus Industries? Das ganze Tal gehört Indus. Auf dem Weg hierher müssen Sie doch einen der Kontrollpunkte passiert haben. Kontrollpunkte? Mit Passkontrolle und Sicherheitscheck? Ja, klar. Das volle Programm. Sie müssten schon wie ein Wahnsinniger durch das verminte Unterholz brettern, wenn Sie die Personenkontrolle umgehen wollen. Wie ein Wahnsinniger also? Die Nuss! Die Nuss! Was macht Orgi denn da? Was war noch mal mit dem Boot? Was soll damit sein? Es ist kaputt. Jorge wartet auf den Mechaniker, während Benicio sich mit ihren Freunden die Zeit vertreibt. Aber wie gesagt, sie dürfen damit eh nicht fahren. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Hast mir ja alles gesagt, was ich wissen sollte. Ah, das Duwe, Orgi und das wird Benicio sein. Moment. Ich und Duwe, wir haben einen Plan. Der wäre? Wir saufen den Wachmann unter den Tisch und klauen dann seine Sachen. Gentlemen, nächste Runde. Freiwillige vor. Ich bin dran. Oh, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Also gut. Welche Farbe? Pik. Richtig. Endlich. Trinken. Ich würde ja gerne. Aber ich fürchte, das Bier ist alle. Brillanter Plan. Wenn wir doch nur neues Bier hätten. Okay, wir müssen denen wohl Bier besorgen. Die sind schon hackedicht. Ich weiß nicht, ob der Wachmann die nicht unter den Tisch trinkt. Aber die Herzchen hier sind ja auch rotes Herz, lila Herz. Oh, da kann man auch mit interagieren. Blechschild, Kreuz, Spiegel. Oh, da gibt es aber viele Dinge zum Anschauen und Anfassen. Okay, aber erstmal kein Bier. Bevor ich mich um die hier kümmere, schaue ich mal, ob ich dann noch woanders hinkomme. Ja, natürlich komme ich dann noch woanders hin. Dann schauen wir uns doch erstmal um. Ah, vielleicht bin ich da sogar schon richtig. Okay. Plane. Ist auch schön gemacht hier, das Spiel. Was auch immer die abhalten soll. Mitnehmen. Weg damit. Genau. Da ist Bier. Aber sowas von... Oh, was ist hier? Ein Stecker? Das Endgerät hängt auf der anderen Seite der Wand. Das mache ich mal nicht. Ich denke mal, dass das vielleicht irgendwie mit dem Kühlschrank zusammenhängt oder so. Das werden wir dann zur rechten Zeit ausführen. Zum Glück hat jemand mitgedacht und es kühl gelagert. Haha. Trinken? Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiße ich erstmal eine Runde. Mhm. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Da hat er recht. Mitnehmen. So. Und wem müssen wir es jetzt geben? Dem Wachmann. Schwachfug? Später, Band. Ich habe gerade keine Zeit. Ich habe, glaube ich, das Falsche auch genommen. Da, Sie können jetzt weiterspielen. Oh, vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. Gut, das hätten wir mal geschafft. Ja, dann gucken wir uns doch mal den Spiegel an. Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Mehr kann man damit nicht machen. Das Kreuz. Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine Kirche. Ja, das war eine Fehlinterpretation. Wie geschmacklos. Naja, wenigstens werfen Sie Ihren Müll nicht in den Wald. Blechschild. Aha, dahinter war ein Loch. Okay, ein Loch. Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Rotes Herz. Kolonialistischer Dschungelkitsch. Lila Herz. Zwei Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Oh, jetzt denkt er an seine Frau. Wachmann. Ein Sicherheitsmann von Indus. Er sieht eigentlich harmlos aus, wenn da nicht dieses Blitzen in seinen Augen wäre. Ein Hoch auf Ben Svensson. Ein Hoch auf mich. Wer ist Ben Svensson? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht.
Der Spinner. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Zerzaustes, graues Haar, Schnauzbart, läuft ständig im Laborkittel rum, redet wirr. Eigentlich eine ziemliche Witzfigur. Was macht ihn dann so gefährlich? Stellte sich heraus, dass er Frankenstein mit Sumpfgras spielt. Wollte damit den Energiemarkt übernehmen und Indis aus dem Geschäft kicken. Fieser Typ. Er hat auch einen Sohn. Duwe. Der ist mal richtig gefährlich. Duwe. Nie gehört. Das hättest du ja gerne, Duwe. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indus Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Richtig. Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. Oh, wir werden für tot gehalten. Sehr schön. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Glück. Reines Glück. Die anderen müssen raten, welche Farbe ich hochhalte. Bisher lagen sie aber nur in einem von vier Fällen richtig. Klarer Fall. Fortuna ist auf meiner Seite. Und sie hat Statistik studiert. Sie spielen ja gar nicht. Sie spielen ja gar nicht. Nein. Ich sehe mir nur meine Karten an. Das Bier ist aus. Und ohne Bier spielen wir nicht. Gut so. Ihr habt schon genug getrunken. Die schon. Aber ich nicht. Wir kriegen dich noch. Wart's nur ab. Wie denn ohne Bier? Hey, ich hab doch da das Bier hingestellt. Sie sind immer noch nicht betrunken? Sie sind immer noch nicht betrunken? Das jahrelange Training zahlt sich aus. Lars müsste schon mehrfach in Folge richtig raten, um mich unter den Tisch zu kriegen. Ich lag schon mal richtig. Nicht oft genug. Ah, da müssen wir ein bisschen schummeln, denke ich. Für Lars, der ja eigentlich Duwe heißt. Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Hier arbeiten alle für das Kraftwerk. Ich hatte Nachtschicht am Osttor und will endlich zurück zu den Baracken und schlafen. Aber? Aber unser Boot ist komplett zusammengebrochen. Und der Mechaniker kommt und kommt nicht. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn meine Freizeit dabei nicht flöten ginge. Ich bin der Mechaniker. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Okay. Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde. Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Indes hat eine Privatarmee? Indes hat eine Privatarmee? Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job. Na, viel Glück noch. Viel Vergnügen noch. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Tja, wir müssen also das Glück von diesem Wachmann hier beenden. Und da werden wir mal in der nächsten Folge gucken, wie wir das anstellen können. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr den nächsten Teil wieder einschaltet und mir vielleicht den ein oder anderen Kommentar hinterlasst. Jo, also bis zum nächsten Mal. Ciao.